Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich hier bei GNS Grimma haben wir einen schönen Hobby stehen. Das ist ja nicht immer einfach mit der Elektronik. Und das zeige ich euch jetzt mal. Der steht in der Werkstatt, der hat so einiges bekommen, wie ich finde, richtig sinnvoll und durchdacht, auch vom Kunden schon vorhin von mir. Ja, der hat bei uns Videos gesehen, war auf der Homepage. Hat mit uns telefoniert, autarkes System, aber mit Überwachungseinheit, ja, übers Internet, die ganze App-Steuerung, alles das, was man auch zu Hause sehen kann. Da gehen wir jetzt mal in die Werkstatt, den zeige ich euch jetzt mal, weil den finde ich selber richtig geil montiert. Ja, denn die ganzen Dimensionen, die da nötig sind, das wird natürlich alles von uns vorher berechnet. Wir haben dafür Programme, ja, die uns da diese Informationen geben. Da ist natürlich jede Menge Erfahrung dabei. Ja. Wenn du da 30 Jahre machst, dann musst du nicht mehr in eine Tabelle gucken. Ja. Das ist auch so. Hier stehen wieder mehrere Fahrzeuge. Ein schöner Francia auf Mercedes hat auch einige Wünsche der Kunde. Die kriegst du natürlich hier bei GNS Grimma. Und bei unseren GNS-Partnern in Deutschland bekommst du diese Wünsche natürlich erfüllt. Ja, meins steht an der Schiffsmühle, deswegen bin ich nicht mehr hier. Ich, wie gesagt, bin nur noch ein paar Tage hier. Aber wir gehen jetzt mal rein. Ich nenne das ja immer meine Baustelle. Und ja, da steht er. Ja, Hobby. Ein schönes Hobbyfahrzeug. 3,5 Tonnen Version. Optima und Tour heißt das Ding. Ja, und er hat so einiges bekommen. Hallo Wladimir, morgen. Alles gut bei dir? Ja, geht. Super, super. André, hi, grüß dich. Im größten Chaos erwischst du uns immer. Ja, na klar, also das wollen unsere Zuschauer ja auch sehen. Weißt du, das ist ja immer das gleiche Problem. Das beschreibst du ja immer, wenn wir abends schon mal beim Bierchen sitzen. Da kommt ein Kunde ein Fahrzeug abholen, der kommt hier reinspaziert. Guckt nach rechts, guckt nach links und denkt, was haben die denn eigentlich gemacht? Ja, das stimmt. Ja, weißt du, ja. Das ist meistens, also ich will das jetzt nicht übertreiben, aber die Fahrzeuge sind meistens von innen sauberer als vorher. Meistens. Damit will ich jetzt niemanden was, aber das soll heißen, wir machen natürlich extrem sauber. Ja, es wird nicht nur gestaubsaugt, sondern auch geputzt, das sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Das ja. ist so. So, und deswegen wirkt das natürlich aufgeräumt und keiner hat hier irgendwelche Leitungen verlegt. Ja. Und deswegen zeige ich das ganz gerne, damit man mal sieht, ja, guck mal, das fängt ja hier oben schon an. Guck mal, da hängen Kabel einfach runter. Da will ich es von innen ja nicht zeigen. Ja, genau. Das ist halt. Jetzt komm mal raus, André. Weil ich habe eben schon gesagt, dass ich froh bin, dass ich jetzt dieses Fahrzeug hier, ich bin ja noch 2 Tage hier, noch filmen kann, weil da auch die neue 300 Amperestunden Lithium-Batterie von GNS TV Power drin ist. Genau. So. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Und du erklärst unseren Zuschauern doch jetzt mal bitte, was das Fahrzeug noch so bekommt. Also der hat Solar mit unserem Black-Kontakt-Modulen 480 Watt bekommen. Niedervolt. Dann die angesprochene 300er, unsere neue Untersitzvariante für den Fiat Ducato und für andere noch, wo so unter den Sitz passt. 300 Amperestunden, 200 Ampere Dauerentnahme. Dann hat er Solaranlage im Zweikreissystem, einen Ladebooster hat er noch bekommen, Servo hat er noch bekommen, ohne Display. Wir versuchen jetzt aber noch das Display anständig doch zu integrieren, weil hier das Problem ist, dass der Transporter hier endet mit einer Blechkante. Ist nicht ganz so einfach, aber wir versuchen es zu realisieren. Genau, wir haben ja noch einen Ass im Ärmel, unser Kabelspezialist, unser Kabelverlegespezialist. Ne? Guck mal, er grinst schon. Aber ist schon gut, er fühlt sich angesprochen. Ja, ne? Ja, das ist natürlich mega. Ja. Also, dann gehen wir mal rund, oder ich gehe jetzt mal rund. Und bevor ich das mache, gehe ich auf das Dach. Genau. Du hattest eingangs erwähnt, Niedervolt. Niedervolt, heißt das parallel geschaltet? Ja. Ah, okay, wollte ich nur noch mal klarstellen. Also, wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei, genau. Wir bleiben dabei, weil es einfach besser ist. Richtig. Ja, also, wir messen immer und immer und immer wieder und suchen eigentlich, wie soll ich ausdrücken? Wir suchen eigentlich den Haken an dieser Sache, an dieser finden aber keinen. Nein. Kann man dazu sagen? Nein, kann man so sagen, ja. Ja? Ja, ja. IVT-Wechselrichter hat er auch noch mitbekommen. Okay, gut. 2 kW, ja. Dann gehe ich, hinten E-Bikes drauf sind und die wollen natürlich auch geladen werden. Klar, auch immer wieder ein Riesenthema. Ne, ja. Diese E-Bike-Laderei. Und ich habe ja letztens noch ein Video gezeigt, wie ich mein neues E-Spielzeug lade mit einem 70-Volt-Akku. Ja. Kann man sich hier auch noch mal angucken, das Video. Ja.
führen wir demnächst, vielleicht schaffen wir es noch zusammen, weiß ich nicht, als Film, als Einheit, sonst wenn wir keine Zeit mehr, mache ich es alleine, aber es kommt auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal aufs Dach und zeige unseren Zuschauern mal, was du da oben gemacht hast. Ich weiß nicht, ob man es sagen kann, ich habe gehört, in Zukunft bekommt man mit einer Hochvoltanlage keinen Landstrom mehr auf Campingplätzen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber habe ich so schon von dem Camper gehört, der das gesagt hat. Ist natürlich dann von Vorteil, wenn man eine Niedervoltanlage hat. Also dann sind ja, wenn das stimmt, was du sagst, dann sind ja GNSTV-Partnerfahrzeuge. Safe. Ja, ich meine, die brauchen eh nicht mehr einen Strom, wenn die hier fertig sind. Ja, das stimmt. Geht nicht um das eigentliche 230 Volt Netz, was ja im Wohnmobil mit drin ist, wenn ich Landstrom angesteckt habe, sondern es geht um Nachrüstungen in Hochvolttechnik. Richtig. So hat es mir ein Camper erzählt. Ja, genau. Ob das stimmt, müssen wir dann erstmal nochmal machen. Ja, genau. Sowas hatte er erwähnt. Ich habe die neue Regelung bestellt. Ja, ich habe sie angefordert. Mhm. Die müsste nächste Woche da sein, dann können wir ja mal reingucken. Ja, genau. Ne, also müssen ja, aber dann müssen sich natürlich einige, die in Reihe schalten, warm anziehen. Das stimmt. Oder? Das stimmt, ja. Na, ich habe letztens noch einen Umbau gesehen, da ist eine Parallelanlage, die eigentlich gut lief, auf Reihe umgeschaltet worden oder umgestrickt worden. Ja. Dann müsste man ja sowas wieder zurückbauen. Dann müsste es zurückgebaut werden, Das ist aber ärgerlich, oder? Das wäre dann ärgerlich, Das wäre ärgerlich. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir gucken mal, ob es dazu kommt. Genau. Ja, und wenn es so ist, dann hängen wir es an die große Glocke. Na, aber sicher. Ja, das machen wir. Ja. Also, jetzt gehe ich erstmal aufs Dach. Genau. So, jetzt schauen wir uns die Solaranlage an. Oh, da haben wir sie ja schon direkt. Ja. Da ist noch ein Max-Fan reingekommen. Da ist die Sattanlage, die ist auch schon drauf gewesen. Ja, wir haben hier eine Platte, 3, 4 Platten, in der Summe 480 Watt. Black-Kontaktzelle hier bei uns im Hause GNSTV und ja, auch sehr schön gemacht mit Kabelkanäle. 2 Kreise sind da montiert. Ja, das war der Wunsch von dem Kunden. Normalerweise machen wir 4 Platten an einen Kreis. Das ist das Maximale, was wir machen. Und der Kunde wollte das so haben. Das haben wir gerne gemacht. Wegen der Teilabschattung, weil er gerne im Schatten steht, weil er gerne schattige Plätzchen aufsucht. Alles klar, gar kein Problem. Nach Kundenwunsch machen wir ja alles. Das ist ja nicht von Nachteil. Ja, ich kann ja 2 Platten parallel schalten, die auf den Regler hängen und kann auch mit den nächsten beiden auch machen. Ja? Ich kann aber auch 4 parallel und auf einen Regler kann ich auch machen. Gut, war hier Wunsch, machen wir, gar kein Problem. So, jetzt gehen wir mal runter und dann geht es da weiter. Ja, wie gesagt, da habe ich mich jetzt besonders drauf gefreut, auf die Aufnahme, weil wir hier einer der ersten GNSTV Lithium Power Batterien einsetzen mit 300 Amperestunden. Ja, als Untersitzvariante, man sieht, wie knapp das ist. Das passt haargenau da rein. Ne? Die haben wir hier noch abgefedert. Das Schöne dabei ist, dass diese Batterie, wie gesagt, 300 Amperestunden hat. Ja, das sucht natürlich seinesgleichen unter einem Ducato-Sitz. Wir haben hier vorne Pluspol, wir haben hier Minuspol und haben hier direkt die Vorrichtung für den Messschand, für den Batteriecomputer. So, und zum Schluss haben wir natürlich auch noch serienmäßig einen Hauptschalter. Ja, das ist natürlich mega untergebracht, das Ganze. Sehr kompakt und wie ich finde, unter einem Ducato-Sitz, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. 300 Amperestunden, ich bin ja jeden Tag im Netz unterwegs und gucke mir an, was so auf dem Markt los ist. 300 Amperestunden unterm Sitz ist da im Moment das Nonplusultra. Jetzt könnte man ja annehmen, gut, jetzt baut Hobby natürlich, da gehe ich jetzt gleich mal rüber. Jetzt baut Hobby natürlich unter dem Fahrersitz die Elektronik, die 12-Volt-Verteilung, den Sicherungskasten. Da hat natürlich noch eine Batterie gestanden, klar. Da bauen wir natürlich hier alles um. Und da könnte man jetzt, bei einem anderen Typ, könnte man jetzt hingehen, und da
da bin ich, noch eine 300er unterbringe. Das heißt, in so einem 3,5 Tonner könnte ich 600 Amperestunden unterbringen. Ja? Im Prinzip genauso viel, wie ich in meinem Monster habe. Das würde theoretisch gehen. So, wenn du da mega autark sein willst, auch nicht mit einer großen Solaranlage, einfach nur genügend Batteriekapazität, dass du unsere 12 Volt Klimaanlage zum Beispiel laufen lassen kannst, ohne dass du Probleme hast, weil du auf der Durchreise bist, weil du viel fährst mit dem Auto, ja, zum Beispiel, ne? Aber gut, da muss man natürlich abschätzen, ob man das haben möchte und vor allen Dingen, ob man es braucht, ja, weil wir machen Bedarfsanalysen für solche Autos. Ich muss wohl sagen, unsere Kunden sind schon vorinformiert. Also wer bei uns auf der Homepage war, wer bei uns schon telefonisch beraten wurde, wer ein, zwei Anfragen uns geschickt hat, ist schon so informiert, ja, dass man an den Markt vergleicht und sagt, dann und das möchte ich von GNS TV Partner haben. Ja? So, das ist die Regel. Ja, und deswegen kommen dann hier solche genialen Aufbauten zustande. Ja, mit unserer neuen Batterie. Dazu ist zu sagen, die haben wir, die ist sicherlich lieferbar, aber nicht unendlich. Ich würde mich, wenn ich das Ding haben will, würde ich mich in den nächsten 4 Wochen entscheiden, ohne dass wir hier jemand drängen. Ja, wir haben hier noch, aber die gehen weg wie warme Semmeln, weil wir einfach, ja, weil wir das Produkt einfach haben. Ja, das ist, da haben wir jetzt lange drauf gewartet. So, warte. So, der André, den störe ich jetzt nochmal. Schon wieder? Ja. Aber ich darf das doch. Ja, du darfst es. So, jetzt habe ich drüben schon noch, komm, wir filmen nochmal von hier. Ich kann mich da ja nicht dran satt filmen. Ja. Das ist ja unsere neue Untersitzvariante mit 300 Amperestunden. Ja. So, die habe ich gerade mal erklärt vorne mit den Polen, mit dem Messschand. Ja. Mit der Messschaltaufnahme, dann Hauptschalter integriert, ja, und 300 Amperestunden mit 200 Ampere Dauerentnahme. Genau. Ist natürlich ein mega Powerpaket, das Ganze. Ja, ja, das auf jeden Fall. Da ist ja ein Spannband drum. Ja, wie ich immer so schön sage, der letzte Rettungsanker, um Gottes Willen. Ja, das also, die steht so oder so schon fest. Habe ich gerade schon gezeigt, alles gut. Genau. Ja. Also wir machen das Spannband, ich meine, das sieht ja auch schick aus. Guck mal, wer hat schon ein phosphorfarbenes Spannband? Da legst du ja immer Wert drauf, auf ja, sowas, ja, ne? Oder? Genau. Ne? Also der letzte Rettungsanker heißt in dem Fall, die ist in sich schon befestigt, passt genau da rein. Wenn der Sitz jetzt noch da drauf ist, so, dann haben wir nach oben, ich sag mal, ein bisschen Luft und die haben wir da jetzt genommen. Genau. Genau, wie gesagt, das Spannband kommt bei mir immer mit rein als allerletzte Rettung. Ich finde das doch mega. Sollte mal irgendwas. Ja. Ich habe schon rausgerissen. Ja, da kommst du doch dran. Da kommst du doch dran. Genau. Das ist doch ja kein Problem. Ja. Nur, ich wollte das nochmal. Ja, ja. Alles gut. Also, ich finde das klasse so. Ja, ich finde das klasse so. Die farbliche Abstimmung ist sowieso mein Ding. Ja, da könnte man einen Preis mit gewinnen. Ne? Ja, genau. Oder? Genau, genau. Ja? Wer hat die schönste Optik unterm Ducato-Sitz? Unterm Ducato-Sitz, ja. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, 300 Amperestunden unter einem Sitz. Ich habe letztens einen Ducato gehabt, da waren beide Sitze unten drunter frei. Ja. Habe ich schon mal 600 Amperestunden. Habe ich gerade erklärt schon. Das ist ja, da geht mir ja auch das fachliche Herz auf. Ja. Das ist ja klar. Ja. Gut. Jetzt hat Hobby immer unterm Fahrersitz eine Batterie stehen mit dem 12-Volt-Krempel. Genau. Da ist noch Schandtechnik verbaut und Ladegerät, ich meine, da waren sie ja nicht schlecht. Das ja. Ist ja, das ist ja viel. Ich sag mal, ein Ducato-Sitz ist ein Ducato-Sitz. Mehr Platz hast du nicht. Und deswegen haben wir uns diese Batterie gesichert. Die gibt es nur bei GNS TV Partnern. So ist es. Ja, gibt es. Kriegst du noch irgendwo anders? Gibt es nur bei uns. Wollte ja. Mal sagen. Das ist mega, das Ding. Ja. So, jetzt haben wir hier aber dazu noch Technik verbaut, weil der Kunde wollte ein bisschen Überprüfung haben, der will wissen, was ist mit meinem Auto los. Genau. Das möchte der auch wissen, wenn er zu Hause ist. Da sind wir wieder bei dem Thema, das haben wir ja jetzt ein paar Mal angesprochen und unsere Kunden fahren voll drauf ab. Ja. Ja, weil das ist auch mega. Ja. Ich habe das ja genauso. Ich könnte ja jetzt hier gucken, was macht mein Wohnmobil, steht ja 5 Kilometer weiter an der Schiffsmühle. Genau. Ja, was ist da jetzt, ich sag mal, mit meiner Klimaanlage los? Ja. Wie viel zieht die aus der Batterie? Was macht meine Solaranlage in dem Zusammenhang? Ja. Ich bräuchte solche Informationen. Ganz ehrlich. Ja. Ja? Ja. So, erklär mal bitte.
Also hier haben wir zwei Solarregler. Die Solaranlage ist im Zweikreissystem. Und den Ladebooster, das Ganze mit dem Messstand an der Batterie, hängt am Zerbel. Und das Display wird hier oben gerade noch installiert. Und somit habe ich, da hier schon eine WLAN-Antenne vorhanden war, haben wir das damit gekoppelt. Und somit hat der Kunde von überall... Dann müssen wir auch mal fair halber jetzt sagen, ich muss dich mal eben unterbrechen. Wir sind ja kompatibel mit anderen Geräten. Weil es gibt ja Systeme auf dem Markt, da kannst du nur das eigene System benutzen. Ja. Da kannst du keinen Stecker von irgendjemand anders benutzen oder ein Gerät von einem anderen Hersteller dazu. Das können wir aber, wir können das. Ja. Wir können das nicht mit allen Geräten, ja, aber wir können mit dem System, können wir jetzt zum Beispiel eine Fremdanlage fürs Internet, können wir mit einbinden? Ja, kein Thema. Genau. Ja, genau. Können wir machen. Genau. Ja. Das heißt, wie soll ich das erklären? Eine Oyster Connect auf dem Dach zu haben, ist natürlich mega. Da sind wir uns einig. Ja. Ja, du hast mich jetzt mehrere Wochen beobachtet, wie ich Filme hochlade. Ja. Und hochzuladen ins Internet ist ja viel schwieriger und intensiver als herunterzuladen. Ja. Ja? Ja. Ne? Der sogenannte Upload. Ja. Das andere ist ja ein Download. Mhm. So. Und ich muss auch nochmal sagen, mit der Technik, in Verbindung mit der Technik, ja, und mit genug GNS-Lithium, ist das ein Kinderspiel. Das stimmt, ja. Ist ein Kinderspiel. Ja. Ja, wir wollen ja zeigen und auch ein bisschen, ich sag mal, den Grund dafür erklären. Warum machen wir das? Ja. Warum bauen wir die ganze Technik an? A, weil der Kunde den Wunsch hat, klar. Ja. Der hat sich informiert, habe ich eben schon erzählt. Der hat eine Bedarfsanalyse bekommen. Der hat mega viel Solar auf dem Dach. Was heißt mega viel? Vier Platten sind vier Platten. Aber der ist weitestgehend mit dem, was der macht, autark. Mhm. Oder? Ja, ja. Wenn ich bei mir acht, was habe ich drauf? Acht Platten, ne? Acht Module, ja. Wenn ich bei mir acht Platten habe, ja, ist noch nie vorgekommen, bei Sonnenschein, dass ich nach 12 Uhr erst wieder die Batterien voll hatte. Das ist noch nie vorgekommen. Ja, weil ich gemacht habe. Ja. Wenn es bedeckt ist, bin ich um 15 Uhr wieder batteriemäßig voll. Ja. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, das ist also, kann ich nur empfehlen, guckt euch das an, fragt den André, fragt den René, fragt den Holger. Ja, und der nächste neue Partner oben in Schleswig-Holstein, GNS Schleswig-Holstein, ich blende das alles nochmal ein. Und ja, dieses vernetzte Ding, das musst du, glaube ich, nochmal erklären. Weil du hast in allen Solarvideos, hast du erklärt, dass du, wenn es nur um den Solarregler geht, dass du den auch schon miteinander vernetzen kannst. Erklär mal bitte, dass das sicherlich unsere Netzeinheit ist, wenn es sich um das große Ganze geht. Genau. Und dazu erklärst du dann nochmal im Gegensatz, wenn du jetzt nur zwei Regler hast, wie du es trotzdem vernetzen kannst. Ja. Also gern erstens mal, weil es Victron ganz einfach kann, über die Smart-Funktion kann ich die einzelnen Geräte miteinander vernetzen, sodass sie sich miteinander unterhalten. Optimal läuft das natürlich, wenn ich einen Batteriecomputer habe. Den habe ich dann meistens immer als Master, weil der hängt direkt an der Batterie, misst Batteriespannung und Batteriestrom. Und die Solarregler müssen nicht über das Verbindungskabel messen, sondern die bekommen ihre Information direkt vom Batteriecomputer und müssen nicht erst messen, sondern die bekommen die Information geschickt, was ist an der Batterie direkt los, und somit funktioniert das Ganze noch effektiver. Also es muss nicht am Kabel gemessen werden, sondern die bekommen ihre Information über die Smart-Funktion, die reden praktisch miteinander, der Batteriecomputer sagt, ich brauche Strom, und die Solarregler reagieren sofort und sagen, wir haben Strom, wir liefern dir den. Und genauso funktioniert das andersrum. Ist aber auch, sucht auch seinesgleichen. Ja. Weil ich habe dich das jetzt extra nochmal sagen lassen, weil das immer noch nicht so richtig, ich habe so den Eindruck, dass da fehlt noch so von der Information, jemand, der sich für so ein System entscheiden möchte, der das haben will, der hat das noch nicht so richtig verstanden, was das intern noch kann. Ja. Ja, dass die Geräte super sind oder dass die schon 40 Jahre am Markt sind. Ja, und dass die in jedem Boot rumschwimmen. Ja, das weiß mittlerweile jeder. Ja. Aber das, was die da technisch, netzwerktechnisch geändert haben in den letzten Jahren, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja. Ja, und die Firma ist es ja auch noch selber schuld, das so kompliziert auf ihrer Homepage zu machen, wie ich finde. Das ist meine persönliche Meinung. Leider, ich finde es kompliziert. Ja. Ja, das heißt aber auch im Umkehrschluss, ein Kunde, der das haben will, der sieht das vielleicht genauso wie ich, nämlich kompliziert, und denkt, oh nee,
Das lassen wir hier. Ja. Obwohl, das ist natürlich mega Quatsch. Und ja, deswegen versuchen Quatsch, ja, wir versuchen das so. Es ist ja nur so, du musst das ja nur einmal einstellen, diese Frage. Das stimmt, ja. Ja? Das stimmt. Dann machst du dein Handy auf und bist Lebzeiten erledigt. Es sei denn, dann kommt mal ein Software-Update. Gut, das hast du aber auch, ja, okay, beim Fernsehen, das hast du bei deiner Oyster Connect, das hast, ja, du bei deiner Sat-Anlage. Selbst das kleinste Piss-Fernsehen, nenne ich das jetzt mal, kriegt irgendwann ein Software-Update. Ja. Ja? Also da kommst du nicht dran vorbei. Ist aber hier auch ganz einfach, sobald ich die App aufmache und greife auf einen Solarregler zu, dann wird mir automatisch das Update angezeigt. Ich muss nur auf Installieren drücken und, ja, dann funktioniert das selbstständig. Das Schöne ist, wenn ich jetzt ein großes Auto habe, hier haben wir jetzt zwei Solarregler. Jetzt könnte man sagen, okay, ich muss jeweils den Solarregler aufrufen, um meinen Ertrag zu erkennen und dann muss ich zusammenrechnen. Nein, muss man nicht. Ich muss nur, dadurch, dass sie miteinander vernetzt sind, muss ich nur einen Solarregler aufrufen und sehe unten die Netzwerkgesamtleistung von der Solaranlage. Richtig. Wenn ich blende das mal ein. Ich habe das ja auch. Ich habe zwar das komplette Netzwerksystem bei mir im Monster, habe aber sorry, trotzdem die Vernetzung. Ich, ja, blende das mal ein, was damit gemeint ist. Genau. Das heißt, mit anderen Worten, du siehst die Leistung des anderen Reglers und die automatisch addiert wird. Richtig. Ja, genau. Das macht ja Sinn. Genau. Ja, du willst ja nicht auf zwei Apps gucken. Kann man. Das ist ja klar. Du kannst ja auf jeden einzelnen Regler zugreifen. Ja. Auch das zeige ich nochmal. Bei mir heißt das GNSTV1. GNSTV2, genau, blende ich mal ein. Genau. So. Aber da müsst ihr mal drauf achten, liebe Zuschauer, da steht dann Netzwerk Gesamtleistung. Genau, Gesamtleistung. So. Da sieht man dann die Summe der Leistungen der beiden Kreise. Genau. Das ist natürlich mega. Auch das hat so keiner. Also nee, ich kenne das jedenfalls nicht. Ja. Ist auch so nicht schlimm, wenn sie, aber das machen sie richtig geil. Ja. Das machen sie richtig geil. Da sitzen offensichtlich Köpfe dahinter, die wahrscheinlich auch Wohnmobil fahren. Ja, das kann gut möglich sein, ja. Ja, das macht ja Sinn. Ja, das könnte sein. Das könnte sein. Das heißt ja oft, dass viele Schwätzer hier mit, ja, die fahren aber kein Wohnmobil. Ja. Ja, das ist so. Ja, woher sollen die an die Erfahrung kommen? Ja, das können die einfach nur erzählen. Und das ist halt das große Problem. Ja, was hier wird noch? Ein Booster sehe ich, haben wir. Genau, ein Ladebooster. Ne, Ladebooster auf dem richtigen Weg eingebaut, nenne ich das mal. Die Wohnraumbatterie mit Strom versorgt, wenn die Karre läuft. Genau. Außer Starterbatterie. Richtig. Somit gaukeln wir der Lichtmaschine vor, die Starterbatterie braucht Strom. Genau. Die kommt da aber nie an, weil wir den Strom klauen und führen den der Aufbau-Lithium-Batterie zu. Genau. Das ist der Trick dabei. Ja. Ja. Okay, also, André, danke. Ja, du baust das jetzt hier wieder zusammen, machst wieder mega sauber, wie immer. Genau. Und der Kunde kommt dann später rein und denkt dann wieder, ey, genau, wofür hast du jetzt das Geld ausgegeben? Ja, ja, man sieht dann... Hier ist ja gar nichts. Ja, ja. Aber der Kunde bekommt von mir einen Link zugeschickt, falls er unsere Filme nicht ohnehin schon guckt. Und dann seht ihr mal, was wir gemacht haben. Das Chaos, und dann ist der natürlich ganz anderer Meinung. Ja, genau. Okay. Genau. Also, weil er kommt mit dem Zug und gepackter Tasche, weil das Wohnmobil ist schon gepackt. Ah. Geht dann direkt in Urlaub. Ah, gut. Umso besser. Umso besser. Kann er ja heute Abend an der Schiffsmühle erstmal sich vertraut machen mit allem. Genau, genau. Ja, genau. Und ja, das ein oder andere Menü in der Schiffsmühle zu sich nehmen. Ja, die haben so leckere Sachen. Das muss man einfach nochmal sagen. Ich war vorgestern Abend noch da und ich finde das immer, die steigern das auch immer noch. Hier ist ja Spargelzeit. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ja, die Kartoffel auf den Punkt. Ich meine, eine Kartoffel, jetzt sind wir doch mal ehrlich, Kartoffel ist ein Allerweltsprodukt. Ja, das ist ein Grundnahrungsmittel gewesen. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Ich habe als Kind jeden Tag Kartoffel bekommen. Ja. Ja, weil das einfach nichts gekostet hat. Und es war gesund und du weißt, was ich meine. Ja. Aber den so auf den Punkt zu kriegen, diese Kartoffel, das ist ja eine Kunst. Ja, der ist schon eine Kunst. Ja. Und der Spargel, der dann nimmt, komm, ich höre jetzt Obst, sonst fahre ich direkt wieder zur Schiff. Genau, sonst kriegen wir probiert das einfach mal aus. Probiert das einfach aus. Ich danke dir erst. Ja. Fahrt einfach hin. Ja. Also, ihr dürft dort, Kunden von mir dürfen dort stehen, hat der Thomas, der Besitzer von der Schiffsmühle, genau, nichts dagegen. Richtig. So. Ich blende das nochmal ein. Ich zeig nochmal, wie schön es da ist. Ja. Machen wir da einfach nochmal. Sonnenuntergänge, da haben wir da gestern erst gekriegt. Wir haben gestern mit einem Bierchen an meinem Wohnmobil gestanden und haben Sonnenuntergang geguckt. Das ist einfach mega. Da fehlt im Prinzip nur noch der Strand.
Ja, der Sand fehlt noch. Ja, dann denkst du, ansonsten hast du das Wasser. Ja, ansonsten von der Mulde, denkst du, du bist im falschen Film. Ja, ne? Ja, oder? Genau. Also, ja, kann ich nur nur viel... 3 Kilometer weiter. Richtig. Ich blende da noch mal ein bisschen was ein. Ja. Ja, denn ich fahre ja von hier aus zu meinem Monster, was ja an der Schiffsmühle steht. Genau. Das passt ja dann auch zum Film. Ja. Und aber dir danke ich jetzt erstmal hier für die mega Ausführung. Funktioniert doch schon alles, wie ich sehe. Ja, ja, wir sind jetzt am letzten Schliff zusammenbauen, ja, und dann reinigen, super, wischen. Und dann kann der Kunde kommen, dann steht das Fahrzeug schon draußen. Wir haben alles schon durchgetestet, ja, Hochlasttest gemacht. Ja. Alles funktioniert so, wie es soll. Genau. Ich habe noch was vergessen. Den QR-Code. Ja. Da ist er. Also ja, nicht, dass wir da aneinander vorbeireden. Das ist so und das bleibt so. Ja, genau. Über die Bedienungsanleitung, alle Daten von dieser Batterie, alles an Zertifizierungen, das genau, ist auch wichtig. Genau. Da werden wir ja auch immer, genau, da behaupten ja auch immer wieder, ja, die kleben ja dann nur einen Aufkleber, ja, drauf. Ja, wir kleben den Aufkleber so da drauf, wie alle anderen die Aufkleber auch da drauf kleben. Genau, genau, genau. Ja, denn den Aufkleber, rein, den musst du da drauf kleben. Ja. Nur was dahinter steckt, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Genau. Nee, da findet man alle Zertifikate, alle Bedürfnisse, ja, alle Bedienungsanleitungen, ja, zur Batterie, alle Vorsichtsmaßnahmen. Da ist sogar die Entsorgung geregelt. Genau. Das, genau, wollte ich mal sagen. CE-Zeichen, Transportnorm. Eine Kleinigkeit haben wir noch vergessen. 5 Jahre Garantie. Ja. Ja, nicht nur QR-Code, da sind wir natürlich auch führend mit. Ja, kennst du eine Batterie mit QR-Code? Ja, außer Forster natürlich, klar. Ja, ja. Gut, der ist ja der Hersteller, da kriegt, genau, das Ding ja her. Aber exklusiv nur bei GNS die 300er. Wollte ich nochmal, das wollte ich nochmal sagen. Ja. Kleine, klitzekleine Änderung am BMS gemacht. Mhm. Dann haben wir die allerneueste Big Pack Zelle. Genau, Prismatik, ja, ja. Genau. Temperatursensor in der Mitte. Richtig. Nicht nur am Rand. Die Mitte. Temperatursensor in der Mitte, ja gut, 5 Jahre Garantie. Nur das wird nochmal erwähnt haben. Ja, ja. Also, ja, das war's, oder? Das war's soweit, ja. Hm? Ja. Wie gesagt, Leute, 300 Amperestunden unter Sitzvariante, die wird es nicht im Überfluss geben. Nein, nein. Informiert euch, lasst euch ein Angebot machen. Ich blende nochmal die Homepage ein mit dem Kontaktformular. Wer diese Batterie so haben will, in dieser ausgereiften Einheit, denn das ist sie wirklich. Wir haben alles damit gemacht. Ja. Wir haben alles damit gemacht. Der andere und ich, wir haben alles mit dieser Batterie gemacht. Wir haben ja auch einen Test gemacht mit der kleinsten. Mhm. Das machen wir ja extra mit der kleinsten. Extra mit der kleinsten. Ja? Weil das hiermit zu machen und zu zeigen, da sagt ja jeder, ja, das kann, ist ja klar. Mhm. Weißt du? Ja. Ja, so würde ich ja vielleicht auch denken. Die Kunden haben ja nicht Unrecht. Ja. Deswegen nehmen wir ja die kleinste. Genau. So. Genau. Weil wir es können. Ja. Also, Dankeschön, André, bis zum nächsten Mal. Bis, ne, später, ja. Jo, ciao. Ciao. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt alle gesund, macht das gut, vor allen Dingen lasst es euch gut gehen. Ich werde jetzt die Tage wieder nach Hause fahren, mache aber noch ein paar sehr interessante Videos. Esst was Gutes, trinkt was Gutes, bis zum nächsten Video. Euer Guido von GNS TV.